Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Spülvlog. Dieser kommt ja jetzt ziemlich dicht an dem anderen dran, aber da ihr euch immer wünscht, dass es davon mehr gibt, gibt es einfach noch einen. Und ich habe auch hier mein Büchlein mit noch einigen Vorschlägen und ich schaue jetzt einfach mal, dass ich das mal hier irgendwie so ein bisschen fixiere, dass ich da drauf gucken kann. Ich habe mir jetzt auch mal hier eine kleine Lichtquelle hingestellt, damit ihr mich besser seht, weil das Problem in der Küche ist, dass wenn ich das Licht da oben anmache, dann ist es immer hinter mir. Also das bringt dann eigentlich nicht so viel. Ja, frisch frisiert habe ich mich jetzt heute nicht, das ist noch von gestern. Ich habe gestern, oh, ich fange mal an zu spülen, sonst werde ich nie fertig. Ich habe gestern schon mein Glätteisen bekommen. Ich hatte ja schon mal in einem Video, Frisurvideo gesagt, dass ich mich wohler fühle, wenn ich irgendwie meine Haare glätte, weil die halt so Naturlocken, Krause, was auch immer haben. Und ja. Und da habe ich mir auch tatsächlich richtig Gutes geholt, weil es gerade im Angebot war. Runtergesetzt auf 45 Euro. Und dann hatte ich nämlich noch einen 30 Euro Technikgutschein von meinem Camcorder. Als ich meinen Camcorder gekauft habe von Sony, da waren gerade diese Sony-Produkte im Angebot mit so einem 30 Euro Technikgutschein. Und da ich sonst jetzt gerade nichts an Technik holen wollte, habe ich dann diesen 30 Euro Gutschein für den Haarglätter genommen. Und damit habe ich dann noch 15 Euro für den bezahlt und irgendwie original hat er mal 100 gekostet und das ist, denke ich mal, ganz gut. Er ist von Braun mit so Irontec-Technologie. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Auf jeden Fall macht er seltsame Geräusche, wenn man ihn anstellt. So ein Surren oder Summen. Funktioniert aber echt super. Ist innerhalb von kürzester Zeit ist er heiß. Man hat auch so ein kleines Display, wo man dann die Temperatur oder die Haardicke einstellen kann. Und wenn es dann halt richtig heiß aufgehitzt ist, dann leuchtet es halt hellgrün und wenn man es ausschaltet, dann leuchtet es noch so lange rot, wie das Glätteisen noch warm ist. Finde ich sehr, sehr gut und hat auch halt gut funktioniert. Ich habe mir jetzt nicht so die Riesenmühe gegeben, aber es geht. Ich muss halt wieder ein bisschen üben, gerade hinten. Ja. Also ich kann euch den ja einfach mal in der Infobox posten, weil ich ihn nicht übernommen habe, falls ihr auch auf der Suche nach einem Glätteisen seid. Ja, aber kommen wir mal zu dem Thema. Und zwar möchte ich das Thema aufgreifen von der La Vegandella. Die hat nämlich ganz, ganz viele Fragen zu Weihnachten gestellt. Und da das so viele Fragen sind, dachte ich, das kann so ein Spürvlog vielleicht halbwegs füllen. Und es passt einfach auch ganz gut, weil wir jetzt fast Dezember haben, beziehungsweise wenn am Montag, also heute ist Freitag, am Montag ist der erste und kann sein, dass wenn ihr dieses Video seht, dann halt schon der erste ist. Oder vielleicht lade ich es auch am Samstag, Sonntag schon hoch. Keine Ahnung, mal gucken. Die Videos seht ihr immer ein bisschen zeitversetzt. Also selten an dem Tag, wo sie auch entstehen. Ja, also Weihnachten. Und zwar, ich fange mit der ersten Frage an. Wie stehst du zum Thema? Ja, Weihnachten. Ich würde sagen, ich beantworte diese Frage tatsächlich mit den anderen Fragen. Nämlich zum Beispiel Weihnachtsbaum und Schmuck. Das war so die letzte Frage, die ich aber vorgreifen möchte. Ich bin nämlich ein absoluter Weihnachtsbaumgegner. Ich halte nichts davon, dass man einen Baum abholzt, nur um ihn dann im Wohnzimmer vor sich hin sterben zu lassen. Dann auch noch irgendwie bunt geschmückt. Es ist so ein bisschen als ja, wenn Opa stirbt und du setzt ihn dann im Wohnzimmer in seinen Ohrensessel, malst ihm dick Schminke ins Gesicht und guckst dir an, wie er verwest. Also ich meine, es ist für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, wenn ich das mit einem Menschen vergleiche, aber es ist für mich einfach nicht viel anderes. Das ist ein Lebewesen und du tötest es, ja, nur damit du da was Schönes im Wohnzimmer hast. Und es stirbt dann vor sich hin und wenn es dann richtig komplett tot ist oder verwest ist, dann schmeißt es weg oder schon vorher. Nee, das ist für mich einfach nee. Also wer das mag, das soll das machen. Aber ich halte da überhaupt gar nichts von. Und konnte mich da zum Glück auch ganz gut durchsetzen hier. Letztes Jahr hatten wir leider so noch so ein kleines Bäumchen im Topf, was aber dann halt auch irgendwann eingegangen ist.
Aber dieses Jahr wird gar keiner da sein. Sehr gut. Und natürlich haben wir Weihnachtsschmuck da noch, auch aus den letzten Jahren. Und der Weihnachtsschmuck wird dann einfach nicht an den Weihnachtsbaum gehängt, weil es gar keiner da. Und aus Plastik, die Dinger finde ich auch völlig für einen Poppes. Sondern dieser Weihnachtsschmuck wird dann teilweise einfach in der Wohnung so ein bisschen verteilt. Also ich mag das zum Beispiel, so kleine Anhänger oder Weihnachtskügelchen an irgendwie normale Pflanzen zu hängen und kleine Bäumchen und so, die man eh hat. Finde ich viel schöner. Vor allem die leben dann auch weiter. Ja. So, was mag ich an der vorweihnachtlichen Zeit? Ich finde den Winter ja generell eine sehr schöne Jahreszeit. Ich bin ja so ein Winterfan, wo sich nicht allzu viele Leute anschließen können, aber bei mir ist es so. Und ich bin ein bisschen heiser, weil ich mich, glaube ich, angesteckt habe. Und ich finde ja die Winterzeit sehr gemütlich. Also ich finde es schön, wenn es draußen irgendwie früh dunkel wird und man dann innen drin die Kerzen dann hat oder Lichterketten. Ich finde es auch schön, Weihnachtsmärkte zu besuchen tatsächlich. Da gibt es ja auch immer mehr vegane Stände. Trinke gerne heißen O-Saft auf dem Weihnachtsmarkt oder mache mir auch im Winter zu Hause gerne heißen O-Saft. Entweder erhitze ich wirklich einfach nur O-Saft im Topf oder ich mache dann teilweise auch irgendwie noch Orangenschale mit rein oder so Punschgewürze oder so. Also wie man halt gerade lustig ist. Ja, Glühwein mochte ich tatsächlich noch nie so richtig. Also früher habe ich zwar auch Glühwein getrunken, aber der ist mir halt immer zu sauer. Und ich bin so ein Mensch, ich tue mich echt schwer mit Essen und Getränken, die säuerlich sind oder sehr, sehr starken Säureanteil haben. Also ich kann so saure Gummiteile essen oder so, aber wenn, das ist ja bei vielen Fertigprodukten auch so, dass irgendwie da so eine starke Säure ist und das mag ich nicht. Und bei Glühwein finde ich das ganz extrem. Manche sagen dann, ach, der ist doch total mild, aber ich bin halt generell kein Fan von Wein. Ja. Aber ich finde es halt, wie gesagt, sehr kuschelig. Feiere ich Weihnachten traditionell? Nö. Aber das heißt, nö. Also mit der Weihnachtstradition habe ich eh so gar nichts am Hut. Und mit christlicher Geschichte habe ich ja auch nichts am Hut. Wobei das auch bei den wenigsten Menschen der Fall ist. Also ich kenne ja mittlerweile ein paar Menschen, die Weihnachten feiern. Und auch wenn man Beziehungen hatte, hat man ja auch Weihnachten in anderen Familien miterlebt. Und da kam nie irgendwie die Weihnachtsgeschichte so zu tragen. Oder irgendwer hat mal sich daran erinnert, was da eigentlich ist und so. Sondern es war halt einfach ja, Weihnachten und Essen, Geschenke auspacken, zusammensitzen, auf gut Family tun, was meistens nicht lange funktioniert. Und bei uns ist es halt so, dass wir Weihnachten nicht groß feiern. Also wir machen normalerweise auch einfach ein schönes Essen an dem Tag und machen dann so eine Mini-Mini-Mini-Bescherung und das war es dann eigentlich auch. Ja. Und an den Weihnachtsfeiertagen, beziehungsweise zwischen den Jahren, wenn alles klappt, habe ich dieses Jahr dann auch Rollenspiel mit ein paar Leuten. Es ist zwar noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, es wird klappen. Ja. Weil auch endlich mal genug Leute zwischen den Jahren frei haben. So, vegan. Feiere ich Weihnachten vegan und beziehungsweise mit meiner Mutter auch vegan. Und ja, also ich bin ja eh hier die kocht. Und ich koche ja immer vegan und von daher muss meine Mutter da quasi mitziehen und mitessen. Aber sie macht es auch gerne. Also ihr schmeckt es auch immer sehr gut und sie merkt auch, dass ihr das gut tut, wenn sie durch mich halt mehr Veganes zu sich nimmt als anderes. Und von daher ist es doch wunderbar. Und wisst ihr nicht, warum ich Weihnachten nicht vegan sein sollte? Selbst letztes Jahr letztes Jahr Weihnachten habe ich tatsächlich was Kleines Unveganes gegessen, weil wir waren zu dritt und der Freund von meiner Mutter hatte gekocht und der hatte irgendwie Garnelen gemacht. Und ich habe früher tatsächlich Garnelen sehr gerne gegessen und ich habe dann irgendwie zwei Stück gegessen. Ich war ja Dezember noch nicht offiziell richtig vegan, ich war ja noch in meiner Umstellungsphase und habe dann aber vorher schon zwei Wochen kein Fleisch und sonst was mehr, Milchprodukte und so gegessen. Und dann habe ich da irgendwie zwei, drei Garnelen gegessen und danach ging es mir so schlecht.
Und das war dann das letzte Mal, wo ich irgendwas Unveganes gegessen habe, zumindest bewusst. Und deswegen wird es halt dieses Jahr auch, so wie immer, so wie ich immer koche, halt vegan. Ich werde aber auch mal gucken, ob vielleicht koche ich auch mal was speziell Weihnachtliches dann. Ich möchte auch im Dezember jetzt für euch noch so ein, zwei weihnachtliche Kochrezepte auf jeden Fall bringen, so dass es vielleicht auch gerade für die Neuveganer einfacher ist, eine Alternative so für Weihnachten zu finden, sei es für sich selbst nur, sei es aber auch vielleicht, weil sie, wenn wir auch vielleicht zur nächsten Frage kommen, vielleicht auch zu Familientreffen eingeladen sind und da dann für sich auch vielleicht was mitbringen wollen oder auch mal anderen Leuten dann zeigen wollen, hier, guck mal, als Veganer kann man auch nicht nur Laub und Steine essen. Ja. Mal schauen. Aber ich denke, das sollte klappen. Ja. Und das ist nämlich auch die nächste Frage, wie man reagiert, wenn man halt bei einem Familientreffen oder so ist und da zum Beispiel eine Gans auf dem Tisch steht. Also ich würde da gar nicht großartig schlimm reagieren, weil ich halt, ja, halt nicht so viel davon halte, anderen Menschen groß Vorwürfe zu machen oder sich verändern zu wollen. Klar sage ich auch mal was und meine Meinung und gerade wenn Menschen so ihre Doppelmoral immer haben, dass sie einerseits halt sagen, oh, ich will die Tierquälerei nicht sehen, aber ich kaufe meine Wurst und mein Fleisch. Ja, das ist halt immer, wo man manchmal, also manchmal kann ich mir dann halt nicht auf die Zunge beißen und muss dann einen Spruch ablassen. Aber wenn ich jetzt bei einem Familienfest wäre, dann hätte ich keine Lust, dass ich da dann noch irgendwie schlechte Luft mache und sage, ihr könnt nur Gans essen. Ich würde einfach tatsächlich was anderes, leckeres, veganes kochen, mit dabei steuern und den Leuten einfach anbieten, hier, probiert doch einfach mal auch was, das, was ich mitgebracht habe. Vielleicht schmeckt es ja auch. Vielleicht seht ihr dann einfach mal, wie vegane Ernährung so ist. Ja, also ich, wie ich das halt meistens mache, dass ich versuche, da eher dann mit positiver Energie dran zu gehen, weil ich finde irgendwie, dass das für mich zumindest mehr Sinn macht. Und ansonsten würde ich halt dann Beilagen zu essen. Wobei es kann ja schwierig werden, wenn die Soße dabei ist. Sie ist ja auch mit der Gans gekocht, aber es könnte ein bisschen trocken werden. ja. Kaufwaren und Geschenke habe ich mir noch hier notiert dazu. Ja, es ist. Also generell gehe ich ja nicht in Frankfurt in der Innenstadt einkaufen. Das finde ich ja an normalen Tagen schon den Mega-Stress. Und samstags ist es ja. Also wer das gut findet, wer sich das samstags einplant, in der Frankfurter Stadtmitte einzukaufen, ich weiß nicht, was mit den Menschen falsch läuft. Das ist. Nee, also das ist nichts für mich. Sorry. Und dann aber auch noch an der Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit. Und dann, denn die Leute meckern ja eh das ganze Jahr, sie haben kein Geld und es geht ihnen so schlecht, aber ständig siehst du die Leute einkaufen und shoppen und Geld für allen möglichen Scheiß ausgeben. Und halt in der Weihnachtszeit besonders, in der Vorweihnachtszeit. Und sich dann auch so an Weihnachten mit Geschenken zu überhäufen. Und der eine ist dann toller als der andere, was das angeht. Also oft beobachte ich es das auch, dass die Leute gar nicht nur dem anderen eine Freude machen wollen, sondern auch ganz toll sein wollen. Ach, guck mal, was ich Tolles gekauft habe und wie gut ich dich doch kenne. Und ha. Ja. Nee, also bei meiner Mutter und mir ist es zum Beispiel so, dass wir uns im Alltag auch einfach Geschenke machen, dass wir irgendwas mal eine kleine Aufmerksamkeit sehen und uns gegenseitig mitbringen oder wissen, dass der andere das und das mag und es dann einfach mal holen. Das sind so Sachen, die man sich vielleicht nicht selber kauft, ne, oder so. Und Weihnachten schenken wir uns dann zwar auch ein paar Sachen, aber das dann trotzdem auch nicht irgendwie total überzogen und freuen uns dann einfach total, wenn der andere sich freut. Ich kann dann auch mal schauen, vielleicht kriege ich ein Video hin, wo ich auch so mal so ein paar selbstgemachte Geschenkideen oder so vorstelle. Ich kann es euch aber nicht versprechen, weil ich mir gerne Videos vornehme und sie dann aber nicht umsetze. Deswegen, also ich kündige es mal an unter Vorbehalt. Ja? Vielleicht klappt es ja. Was wir jetzt zum Beispiel machen, ist, wir machen uns jedes Jahr einen Adventskalender, den wir halt quasi selber füllen. Also wo man einfach ganz
irgendwelche kleinen Sachen, vielleicht Süßigkeiten oder irgendwelche anderen kleinen Sachen oder auch mal was Gebasteltes oder so. Und dann packst du das in ein bisschen Papier ein. Wer es noch umweltbewusster will, dann macht halt kein Papier drum. Und dann entweder legt man das auf den Tisch so schön oder man hängt es halt irgendwie an ein Seil oder so. Das ist auch immer schön. Gerade weil ich ja auch nicht viel Schokolade oder häufig Schokolade essen kann, weil ich dann sehr stark mit Pickeln reagiere und dann auch so den Streuselkuchen. Wenn ich jetzt so einen Schokoladen-Adventskalender hätte, dann hätte ich den ganzen Dezember über echt eine fiese Haut. Ja. Ja, aber ansonsten den Kaufwaren, wie gesagt, finde ich halt. Die Leute fallen aber halt echt auch gut drauf rein. Ist ja mittlerweile auch mit anderen Sachen nicht anders. Selbst Halloween oder einfach nur Valentinstag oder so. Ja, also die Leute gehen halt auf Kommerz immer noch richtig, richtig gut ab. Ich weiß halt nicht, wie es wäre, wenn ich Kinder hätte. Da wurde ich ja auch auf AskFM, wo ich da gefragt, ne, ob ich Kinder möchte und ich mir Kindererziehung und so vorstelle. Da werde ich, glaube ich, auch gerne nochmal ein Video machen. Passt vielleicht auch ganz gut in den Spülvlog. Aber wenn ich Kinder hätte an Weihnachten, ich meine, klar, die würden schon Geschenke und Bescherungen bekommen. Machen wir heute auch noch und war ja bei mir damals auch. Also ich finde es vom Prinzip jetzt nicht schlecht, dass das Weihnachten halt einfach so ein schöner Tag ist. Mal einfach völlig ab von der Tradition. Aber ja, es sollte halt schon irgendwie Grenzen haben. Also was manche Kinder da für einen Geldwert bekommen. Da fehlt irgendwie so völlig die Relation, finde ich. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass, ja gut, ich habe damals auch teilweise sehr große Geschenke bekommen, weil mein Vater auch nicht schlecht verdient hat. Aber es war dann halt auch schon so oft so, bei größeren oder teureren Anschaffungen, dass meine Eltern schon versucht haben, mir beizubringen, was das wert ist. Und dass ich zum Beispiel dann auch oft auf etwas halt selber sparen musste mit Taschengeld oder eben einen Teil dazugeben musste vom Taschengeld und so, dass ich einfach schon wusste, hey, das ist jetzt nicht nur, weil ich das jetzt haben will, kriege ich, sondern da steckt schon was hinter und das ist echt eine Menge wert. Ja. Und das finde ich auch eigentlich ganz wichtig, dass ein Kind da schon mit einer gewissen Relation zu aufwächst. Also nicht so übermäßig verwöhnt wird und so. Was haben wir denn da noch? Tee und Plätzchen. Genieße ich Tee und Plätzchen in der Vorweihnachtszeit oder so war das? Ja, tatsächlich. Also gut, Tee genieße ich eigentlich immer, aber vor allem im Winter und Herbst. Und finde es dann halt schön, wenn es draußen dunkel und kalt ist. Und dann kuschelt man sich so auf dem Sofa oder im Bett ein mit Wärmflasche. Ich bin eine absolute Wärmflaschenfanatiker. Ich hasse Heizungsluft. Ich kriege dann auch ganz schnell gerötete Augen und so. Aber ich finde Wärmflaschen ganz toll. Dann ziehe ich mir halt lieber einen Pulli an und eine Decke drüber und eine Wärmflasche. Und das finde ich dann eine richtig schöne Wärme. Und dann gerne halt einen Tee dazu. Vielleicht einen Gewürztee oder einen Kräutertee oder so. Und Plätzchen backe ich auch super gern im Dezember. Also da werde ich auch dieses Jahr wieder welche backen. Ich habe ja letztes Jahr die Vanillekipferl gemacht. Die waren super lecker. Die werde ich dieses Jahr auch wieder machen. Ich werde aber auch mal gucken, dass ich noch eine neue Art von Weihnachtsplätzchen ausprobiere, damit ihr da auch noch mal eine Rezeptidee habt für euch. Aber wer die Vanillekipferl noch nicht gesehen hat oder ausprobiert hat, macht die echt mal nach. Also die waren so lecker. Klar, Vanillekipferl sind ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich ja. Und wenn man da Zeit und Liebe reinsteckt, dann schmecken sie auch umso besser. Ich habe aber jetzt mal von Alnatura die Vanillekipferl gehabt. Einfach weil ich sie spontan zum Rollenspiel mitnehmen wollte. Und da hatte ich die Orange, Schoko-Orange-Plätzchen und die Vanillekipferl. War jetzt aber nicht so. Also die kann man schon essen, das auf jeden Fall, aber es ist halt nicht mal im Entferntesten irgendwas mit selbstgemacht zu tun. Die sind halt sehr, sehr trocken und staubig und hart und vom Geschmack so okay, ne? Also für gekaufte sind sie okay, aber dann doch lieber selbstgemacht. Die schmecken einfach völlig anders, ja. Was bei Tee halt ganz lustig ist, das kennen bestimmt die meisten schon von euch, ist dieser Alnatura Tee-Adventskalender. Das ist einfach so eine kleine Teebox und da sind halt 24 Teebeutel drin in Papier, also rot-grün irgendwie abwechselnd,
Und da hat man dann verschiedene Teesorten, die sich dann da abwechseln, wo man quasi jeden Tag dann so einen Teebeutel ziehen kann und trinken kann. Und letztes Jahr hatte mir das eine Abonnentin verpackt und zugeschickt, so ein Adventskalender selbst gebastelt mit allen möglichen Sachen, die drin waren, unter anderem auch mit diesem Tee. Fand ich total toll. Also da habe ich mich mega gefreut und es war halt toll, weil man jeden Tag irgendwie daran erinnert wurde, dass da ein lieber Mensch ist, der an einen denkt und es einem geschickt hat. Und da habe ich mich richtig, richtig gefreut. Haben wir denn noch was stehen? Ich bin sogar dann auch... Hey, ich komme sogar hin mit dem Weihnachtsthema. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen mehr heute. Und zwar... Geschenke für die Katzen. das ist ein bisschen schwierig, weil die Katzen haben eigentlich schon alles, was sie brauchen. Was sie brauchen, ist auch mal so eine Definitionsfrage, aber in mein Zimmer passt auch nicht mehr Katzenspielzeug rein und so. Letztes Jahr hatte ich bei Zooplus so einen Leckerli-Kalender mitbestellt. Und zwar waren da einfach 24 Türchen und hinter jedem Türchen war so eine kleine Katzenleckerei. So zwei, drei Stückchen irgendwas. Und ja, also Jula fand es gut. Die hat sich jeden Morgen gefreut, dass es da irgendwie Süßigkeiten gab. Murka hat es überhaupt nicht geschmeckt, was da drin war. Ist aber auch ganz gut, weil Murka ist ja unser Pummelchen und die soll ja eh nicht so wirklich Süßigkeiten wie Katzenstäbchen und so haben. Und von daher war das schon okay, dass nur Yoda das haben wollte. Aber ich glaube, so einen Katzenkalender wird es dieses Jahr nicht geben. Und ja, also wahrscheinlich bekommen sie einfach irgendwie so eine Dose Premium-Futter, irgendwas Teures, was ich mir normalerweise nicht leisten kann. Ja, das wird wahrscheinlich so dann das Weihnachtsessen der Katzen sein. Aber da bin ich auch mal, da könnt ihr mir auch mal schreiben, wie ihr das seht. Generell könnt ihr super gerne mal schreiben, wie eure Meinung zu Weihnachten ist. Weil da gehen die Meinungen, glaube ich, auch ziemlich stark auseinander. Und gerade halt natürlich auch so, welchen Glauben man hat. Sei es, dass man sich irgendeiner Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlt, sei es, dass man, wie ich, einfach einen sehr freien Glauben für sich hat. Ich habe ja, glaube ich, auch ein paar Christen unter meinen Abonnenten. Da würde es mich auch super interessieren, wie ihr den Weihnachten gestaltet, ob man das dann wirklich noch so traditionell macht und so. Also da bin ich schon neugierig und auch an die Katzen oder generell Tierbesitzer, ob denn eure Tiere ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und wenn ja, was? Also ich glaube, da kann man jetzt wieder viel, viel Kommentiermöglichkeiten dazu. Und dann gibt es noch eine letzte Sache, nämlich Tipps bei spröden Händen und Lippen. Und dafür bin ich mal ganz kurz aus dem Bild. Also bei mein Haupttipp gegen spröde Hände und Lippen ist tatsächlich wenig Heizungsluft, wenn das natürlich möglich ist. Also bei mir ist es so, in meinem Zimmer, dadurch, dass da mein PC drin ist, dass ich alles so mit Tüchern verhangen habe, dass auch vor meiner Tür, Zimmertür Tücher hängen, dass ich und die Katzen da oft drin sind, ist es da nie so kalt wie im Rest der Wohnung. Und ich muss deswegen auch bei mir gar nicht oft die Heizung anmachen und wenn dann auch nur mal leicht. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man da vielleicht auch öfter mal die Heizung ausmachen. Oder auf jeden Fall, wenn man die Heizung anhat, natürlich ein Gefäß mit Wasser drauf, dass dann trotzdem Feuchtigkeit in der Luft bleibt. Und wenn man halt rausgeht, dass man einfach die Hände und Lippen schützt vor der extremen Kälte. Zum Beispiel eben durch irgendwie so einen Lippenpflegestift. Da habe ich die von Alverde. Oder man kann auch einfach Kokosöl nehmen. Also Kokosöl haben ja zumindest viele Veganer eh zu Hause. Und dann einfach ein bisschen Kokosöl auf die Lippen streichen. Das ist genauso wie ein Labello oder so. Und auch bei den Händen, die halt eincremen. Also ich bin auch niemand, der sich oft die Hände eincremt. Aber im Winter mache ich das tatsächlich regelmäßiger, um die einfach zu schützen. Und ziehe auch einfach dann gerne Handschuhe und so an. Ich hatte es in einem Jahr mal, dass ich wirklich eine Erfrierung hatte und hier den oberen Teil meiner Lippe, der war blutleer, der war total hell und der war gefühllos und alles, nachdem er es richtig wehgetan hat. Also das war sehr unangenehm. Und seitdem ich mich jetzt immer schütze mit so einem Art Labello oder so Kokosöl oder so, funktioniert das eigentlich sehr gut.
Aber da hat bestimmt auch der ein oder andere so ein paar Tipps dafür. Aber das finde ich so eigentlich so die einfachsten Tipps und das hilft auch bei mir wunderbar. Was halt noch, was ich noch gut finde, ist, wenn die Lippen wirklich mal rau sind und unangenehm und so, dass wenn man dann eine alte Zahnbürste nimmt oder eine extra Zahnbürste dafür und mit der, oder auch beim Zähneputzen mit der normalen Zahnbürste geht ja auch, dass man dann beim Zähneputzen oder nach oder davor wirklich mit der Zahnbürste über die Lippen rubbelt, ja, und die damit peelt und dann werden die richtig, richtig schön weich. Ja, tatsächlich. Ja, und damit habe ich abgespült. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart quasi. Ich stelle mir jetzt immer so ein bisschen vor, wie da ganz viele Menschen sitzen und hey, hallo. Das ist ganz lustig. Ja, und wie gesagt, ihr könnt weitere natürlich Themenvorschläge machen. Die greife ich immer gerne auf. Und mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich entscheide es einfach immer spontan, worauf ich auch gerade Lust habe an Thema. Werde das Thema jetzt erstmal wegstreichen. Das ist ja abgehakt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.